Manfred Kraushofer kam mit 190 Kilogramm als Bestmarke und Rekord her, schaffte 190 im ersten, egalisierte also den Rekord, 195 im zweiten und jetzt erneut Landesrekord 200 Kilogramm. Damit käme er auch auf eine hervorragende Zweikampfleistung, 352,5. Vergangenen Jahr siebter bei den elfter bei den Europameisterschaften. Siebter war er mal vor 4 Jahren. Könnte sein bestes Resultat hier werden. Nicht nur von der Kilolast, sondern auch vom Platz her. Aber das muss er erstmal bewältigen. Halt, 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 halt es. Jetzt, ja. Ah, kam das Zeichen, ja, und da freut er sich. Ja, dreimal weiß und das ist gültig. Und damit schafft er hier durchweg neue Rekorde. Um 5 Kilogramm verbessert er sich im Reißen. Jetzt muss ich mal lang rechnen. Um 10 Kilo im Stoßen und im Zweikampf um 15 Kilo. 352,5. Da überbietet er beispielsweise Lars Bethger, den Deutschen, um 5 Kilogramm. Und er ist einer der leichteren hier in dieser Gewichtsklasse. Also bei Punktgleichheit, bei Gewichtsgleichheit könnte das auch für ihn sprechen. Beispielsweise gegenüber Vjatcheslav Kanutkin, dem Russen, der auch bei 352,5 stehen geblieben ist.